Hallo, moin moin, guten Tag. Wir beide sind zwar wieder. Ricarda. Und Michael Kahlstadt. Wir sind heute in Uge, Uge Lustfiskerie. Genau, und zwar ist das in Dänemark, kurz hinter der deutschen Grenze. Wir sind gestern Abend angekommen und haben hier eine Hütte. Heute Morgen gleich das erste Unglück. Es fängt an zu regnen. Und deswegen fahren wir jetzt erstmal los in den Baumarkt und kaufen uns mal ein paar Gummistiefel. Und danach sehen wir uns wieder. Ricarda! Ja! Oh, I love it! Ich glaube, der ist da ganz hinten war. Da ist da hinten war er, ja! Auf 79 Meter. So ungefähr. Wollen wir mal ein bisschen ranholen hier, wa? Ja. Oh, nee, der hat... Oh. Der will noch nicht und ich habe meine Bremse nicht leicht eingestellt. Also die Route ist ja krumm. Das ist ja Druck drauf. Na, Petri. Petri, Dank, Alter. Schöne Bitte. Guckt euch das Schiffchen an. Alter, keine Scheiße hier. Okay. Guckt euch das Schiff an, Leute. Wegen solchen Fischen kommen wir hier nach Dänemark. Und ich sag euch, so ein Drill hatte ich schon lange nicht mehr. Die hat wirklich gekämpft. Natürlich liegt das natürlich auch hier an dem Wasser. Glasklares Wasser haben wir hier. Das Wasser ist hier, der Teich ist bis zu 13 Meter tief. Und dementsprechend sind die Forellen natürlich auch kämpferisch, ne? Und gefischt habe ich mit einer 20 Gramm Bombarde. Man muss also wirklich weit raus hier. Und ich hatte jetzt die kupferfarbene Bombarde dran. Die hat eine Lauftiefe von 1 bis 2 Metern. Ich habe nicht absinken lassen, also sofort eingezogen. Das heißt, die sind so beim Meter, die Fische. Guckt euch den Fisch an. Ist der nicht bildschön? Also wirklich. Schöner geht's nicht. So, jetzt sind wir super ausgestattet. Mit Gummistiefeln. Ich auch. Es ist
Das Problem ist nicht nur der Regen, es ist alles nass, sondern vor allen Dingen hat in den letzten Monaten es so doll geregnet, dass der See echt über die Grenzen gekommen ist, ne? Ja, ich glaube, der hat mit Sicherheit einen Meter mehr und man sieht es da auch ganz deutlich. Die Rasenflächen sind schon verschwunden, deswegen ohne Gummistiefel geht hier eigentlich gar nichts. Ganz genau, wirklich absolut wichtig, kann man nicht anders sagen. Wie heißt der Baumarkt, wo wir waren? Harald Nybor. Das ist von hier aus eine Viertelstunde ungefähr an die Küste, lohnt sich auf jeden Fall. Das ist so ein, ich würde mal sagen, so ein Billigbaumarkt eigentlich. Der hat tausend Sachen. Es ist ein Baumarkt, der hat alles, selbst Angelzeug. So ein bisschen wie Action oder sowas auch, ne? So hat er so irgendwie so Aktionsware, alle möglichen Sachen. Vor allen Dingen die FTM-Durchlaufblinker hat er im Angebot. Nur als Tipp. Ja. Wir haben einige Sachen da eingekauft. Wie gesagt, Viertelstunde zu fahren. Was wollen wir heute machen? Ja, also ich versuche auf jeden Fall Pass zu schleppen. Ja. Und dann noch eine stille Route, entweder eine auftreibende Montage oder eine Pilotkugelmontage. Genau, ich bin ja vor ungefähr 2 Wochen hier gewesen. Ich habe da ja diese Forellensee-Vorstellung gemacht. Die verlinke ich euch auch. Da war es so, dass die Fische alle tief standen. Da war es ja richtig heiß. Also da hatten wir ja noch über 30 Grad. Und da war es richtig heiß. Und die Fische standen alle tief. Die Leute haben gefischt mit 4 bis 7 Meter langen Vorfächern auftreibend. Das war praktisch die einzige Methode. Ja, und jetzt sind eigentlich viele Fische hochgekommen. Ja, also man sieht schon ganz oft, welche springen. Deswegen habe ich noch die Hoffnung, dass man vielleicht, wenn man Paste schleppt, ziemlich nah an der Oberfläche, damit den einen oder anderen abgreifen kann. Ich werde unterschiedliche Sachen probieren. Ich werde also nicht nur mit Paste schleppen, sondern ich werde es auch mal probieren mit Durchlaufblinker, mit normalen Gummis. Ich werde also wieder mit Bienenmade schleppen und so. Ich werde viele verschiedene Sachen mal probieren und auch unterschiedliche Höhen. Du willst ja hauptsächlich Oberfläche? Denke ich, ja. Dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Wir melden uns gleich, wenn wir die Sachen aufgebaut haben. Ricardo, heute ist Pastentag? Ja, heute ist Pastentag, glaube ich. Aber ich werde, glaube ich, gleich auch noch mal die Lifterlures ausprobieren. Auf L gezogen sind die auch eine Waffe. Ich hätte euch ja gerne den ganzen Drill gezeigt, aber Michael telefoniert ja die ganze Zeit nur rum. Und drin ist er. Ist eingetütet. Ja, Petri. Petri, dank. So, ihr Lieben, da ist der Nächste. Guckt euch das Tierchen mal an, ne? Mega. Und die kämpfen hier, das ist echt der Wahnsinn. Und guckt euch mal die schönen Flossen an. Die haben hier Power. Und ist jetzt die zweite mit geschleppter Paste. Ricarda, was willst du schon wieder? Ja, ich drill hier einen nach dem anderen und der sitzt in der Hütte und telefoniert. Guckt euch das an. Oh, ich jetzt raus. Geh doch ein bisschen in den Spiegel. Geh ein bisschen in den Spiegel. Ja. Ein nach dem anderen. Ein und geht noch. Wieder so ein schönes Singen. Der nächste? Ja, so ihr Lieben, jetzt habe ich das Sportmodell hier. Also wirklich ein schönes, schlankes Kätzchen hier. Und die machen Spaß, sage ich euch. Und der hat richtig reingeschlagen. Aber auch wieder mit Paste.
Die Fische standen wirklich weit draußen, deswegen haben wir lange Routen benutzt. Mit kurzen Routen kommt man einfach nicht weit genug. Ich habe eine Blackhammer 2 benutzt, 30 Gramm Wurfgewicht, 4,30 Meter lang. Damit kann man wirklich weit werfen. Dazu dann eine große Rolle. Auch eine große Rolle hilft dabei, weit zu werfen. Und wir mussten immer, also ich sag mal, 70 Meter, 80 Meter haben wir locker geworfen. Wenn du da eine kleine Rolle nimmst, eine 2000er zum Beispiel, dann fehlen dir hinterher 20 Meter. Das hier ist eine 5500er Rolle von der Concept D. Da ist eine flache Matchspule drauf. Das ist wirklich wichtig, dass man da nicht Unmengen an Schnur drauf macht. Also bei einer Spinnenrolle zum Beispiel würden dann bei einer 5500er, ich weiß nicht, 500 Meter Schnur drauf passen. Hier drauf passen ungefähr 180 Meter 18er. Ich habe eine 18er Schnur drauf und die Maximum Line von FTM, eine preiswerte, sehr, sehr, sehr gute Schnur. Und habe dann hier eine 30 Gramm Bombarde dran gemacht, 1 bis 2 Meter. Ricarda hat sogar eine noch längere Route benutzt, und zwar die Excalibur als 5er Route. Die hat dann 20 Gramm Wurfgewicht und ist sogar 4,40 Meter lang, also nochmal 10 cm länger als meine. Diese Länge hilft wirklich dabei, weit, weit, weit zu werfen. Als Vorfach habe ich dann ein Fluorocarbon-Vorfach benutzt, und zwar als 016er. Das reicht auch bei den großen Fischen ohne Probleme aus, weil man sie einfach ausdrillen kann. Man muss dann vernünftig die Bremse einstellen. Ricarda hat ein etwas dickeres Vorfach genommen, 018er. Die Vorfächer mussten lang sein. Das heißt, wir haben normalerweise mit 3 Metern, ich habe es teilweise sogar mit 4 Metern Vorfächern gemacht, damit die Fische in diesem klaren Wasser nicht die Bombarde sehen, die kommt gerade vorbei und direkt dahinter ist der Köder. 2 Meter Vorfächer werden in den wenigsten Fällen ausreichen. Wenn man wirklich viele Fische fangen will oder viele Bisse haben möchte, empfehle ich immer 3 Meter, 3,50 Meter Vorfächer zu nehmen, also wirklich was Langes. Ob das hinterher 2,80 Meter sind oder sowas, völlig egal, aber ich binde meine Haken selber. Ich nehme den Tubertini TL3, super Haken, und relativ großen Haken, große 4, große 6, und binde die dann halt an 3 Meter Vorfach. Oh, das sieht was nach... Was ist da denn los, ey? Das sieht nach was Großem aus. Auf jeden Fall nimmt auch viel Schnur aus. Die nimmt man. Eieieiei. Halt kräftige Tiere. Kannst du hier nehmen? Unglaublich. Was sagst du? Gefällt dir? Ja, das ist astrein. Wie man ich würde sieht. Sagen, läuft. So, jetzt kannst du es nochmal sagen. Ich würde sagen, läuft. So, wo ist er denn jetzt wieder? Haben wir doch was blitzen sehen. Ja, nachdem ich jetzt diverse Male verhindert war, Kameraaufbau, Telefongespräche, meine Sachen überhaupt zusammenbauen und Ricarda schon 4 Fische hat, würde ich sagen, greife ich jetzt auch mal ins Geschehen ein.
Bei den Bombarden war es wichtig, die richtige Tiefe zu nehmen. Das hier ist die Pro Suspender 1. Lauftiefe ist angegeben 1 bis 2 Meter. Die wird so, wenn man die wirft und direkt anfängt zu kurbeln, dann ungefähr bei, ich weiß nicht, 70 cm, 50 cm unter der Oberfläche, vielleicht auch bei einem Meter laufen. Wenn man sie etwas absinken lässt oder langsamer kurbelt, dann wird man ungefähr bei einem Meter dann fischen, vielleicht 90 cm, Meter, Meter 20. Wenn man sie noch länger absinken lässt und dann noch etwas langsamer kurbelt, vor allen Dingen mit einem Köder, der nicht so viel Auftrieb hat, also kein Riesenpropeller da dran, da wird es dann so sein, dass man dann bis in diesen 2 Meter Bereich kommt. Darunter funktioniert diese Bombarde eigentlich nicht mehr. Ricarda hat von Anfang an mit dieser Pro Suspender 1 gefischt und relativ schnell eingeholt. Darauf viel mehr Bisse bekommen als ich. Ich habe es probiert mit auch anderen Bombarden, weil eben 2 Wochen vorher die Fische viel, viel tiefer waren. Und ich habe unterschiedliche Bombarden ausprobiert. Von der Pro Suspender gibt es ja welche, die dann auch bis 8 Meter tief laufen. Das brachte aber überhaupt nichts. Ich habe da null Bisse drauf bekommen. Ich habe nur auf dieser Pro Suspender 1 Bisse bekommen. Ich habe zu Anfang viel zu langsam geschleppt. Darauf waren die Fische irgendwie nicht eingerichtet. Die wollten was Schnelles haben. Es ist klares Wasser. Da geht was schnell vorbei. Da sind die hinterher. Und dann waren auch die Bisse relativ aggressiv. Dann musste man aber warten. Wenn man dann sofort angeschlagen hat, waren die Fische weg. Was sagst du? Läuft? Läuft. Nach meinem Fauxpas mit dem Durchlaufblinker habe ich die nächste. Leute, die haben hier Power, sage ich euch. Und die Route ist krumm, ne? Also nur um das eben mal klarzustellen. Es ist nicht so, dass ich die Bremse ganz leicht eingestellt habe. Nein, nein, das ist nicht so. Die will noch nicht. Nee. Komm zu Mama. Hast du ihn drin? Yes. Erst rein. Wieder ein dickes Moped. Ich sag euch, Leute, hier sind so geile Fische drin, ne? Und alle richtig kampfstark. Ihr habt es ja gesehen anhand der Bremse. Mega, wirklich. Wegen solchen Fischen kommt man doch hier nach Dänemark. Ja, vielleicht auch, um das nochmal eben zu sagen, die Route ist ja richtig krumm. Wenn man also jetzt die Bremse weiter zumacht, dann reißt einfach die Schnur. Ja, da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Was ich öfter mache, ist, dass ich am Spulenkopf mit der Hand so ein bisschen noch nachbremse. Wenn ich merke, ich kann ein bisschen mehr Druck geben, halte ich den Bremsenkopf oben so ein bisschen fest. Aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher, weil so ein schönes Tier will man ja nicht verlieren. Na, Chef? In der ersten Flucht, und die ist noch nicht vorbei, 10 Meter. Ich komme mir vor wie beim Seelachsangeln. Das gibt's gar nicht. Und die Route ist krumm. Das ist eine 30 Gramm Route, die richtig krumm ist. Und ich kriege die nicht gehalten. Er schwimmt jetzt parallel zum Ufer, aber ich kriege ihn nicht näher ran. Ich halte den jetzt hier vorne. Ich blockiere jetzt mit dem Finger ein bisschen die Spule. Wenn ich das eben gerade gemacht hätte, dann wäre die Schnur gerissen. Zieht darüber ins Gebüsch und ich kriege die da nicht raus. Oh oh. Krieg die da nicht weg.
Was im Moment hier auch sehr wichtig ist, wie man auch an Michael sieht, Gummistiefel. Ja, am besten hohe Gummistiefel. Oder eine Warthose wäre natürlich noch besser. Auch nicht schlecht, ja. Oh, da kommt er. Das ist unglaublich, wie lange die Drills dauern hier. Aber jetzt ist er aufgepowert. Komm, Baby. Ja, Pipi. Drin. Also ist schon, ja, das ist auch ein schöner großer Fisch. Kann man nicht anders sagen. Der ist schon ein richtiger Dicker. Ja. Ja. Schöner Fisch. Echt ein harter Drill, kann man nicht anders sagen. Der ist richtig abgezogen. Der hat mir in der ersten Flucht bestimmt 10, 15 Meter von der Rolle genommen. Kann man nicht anders sagen. 18er Vorfach, 18er Hauptschnur. Wenn ich eine dickere Schnur nehme, komme ich nicht weit genug. Und wenn ich ein dickeres Vorfach nehme, dann ist es einfach so, dass der Propeller natürlich nicht mehr so schön spielt. Wie gesagt, ich bin zufrieden. Es beginnt mal wieder zu regnen. Ja, typisch, wenn wir beide zusammen unterwegs sind, ne? Genau, heute Morgen hat es ja auch erstmal ein paar Stunden richtig geregnet. Ja. Dann hatten wir aber richtig schönes Wetter. Ja, und man muss sagen, wir sind ja solche Experten, wir mussten uns extra noch Gummistiefel kaufen. So ist es. Braucht man hier. Ja. Und das Angeln war auch richtig gut. Mega, ich hätte es mir definitiv nicht so gut vorgestellt. Ich dachte, oh, mit Glück vielleicht 2-3 Stück bei der Seegröße. Ja. Aber wie viel habe ich? 6-7 fast? Also ich würde mal sagen, wir haben zusammen 10 oder so, kann, ja. um den Dreh. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Muss man sagen. Ich schreibe es hinterher drunter, wie viel das waren. Wir müssen jetzt gleich erstmal auch filetieren. Jetzt beginnt es wieder zu regnen. Witzig war ja auch, sie wollten Bewegung haben, relativ schnelle Bewegung. Ja. Langsames Fischen war überhaupt nichts. Schwarz-Orange. Ja, nur Schwarz-Orange. Egal, alles andere wollten sie nicht. Genau, ich habe Orange-Weiß, ich habe Weiß, ich habe Schwarz-Weiß, ich habe Grün. Ich habe, du hast ja nur Schwarz-Orange gefischt. Ich habe ja wirklich viel rumexperimentiert, war gar nichts. Durchlaufblinker hast du eingefangen? Genau, aber auch nur einen. Ja? Toller Einschlag, leider verloren. Aber ach so, genau, die hast du gar nicht rausgekriegt. Wir haben alle nur auf Paste gefischt. Mhm. Ich habe es mit diversen Würmern probiert, unterschiedliche Würmer mit UL, aber auch an der Bombarde. Gar nichts. Nee. Die Bombarde durfte ruhig ein bisschen tiefer sinken, sodass man die an der Oberfläche ein bisschen schneller dann einkurbeln konnte. Mhm. Also die ganz flach laufende, also man. Die Fische waren einen Meter maximal unter der Wasseroberfläche, aber man musste schon ein bisschen Speed machen. Mhm. Und jetzt müssen wir auch Speed machen, weil, wie ihr seht, es fängt an zu schütten. Ganz genau. Also. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir würden uns super freuen, wenn ihr wieder dabei seid am nächsten Donnerstag. Und wir wünschen euch jede Menge dicke Fische und kommt hier nach Uwe. Das macht richtig Spaß. Bis dann. Ciao. Ciao.